Okay, Leute, hier bin ich wieder. Es ist mir wieder ein neuer Tag und ein neuer Moment für eine neue Aufgabe. So, das Wichtigste ist erst einmal, den Typen hier loszuwerden. Hat er mich erwischt? Nee, er hat mich nicht erwischt. Ah, geil. Okay, safe. Oh, wo ist dein Kollege? Der war doch da gerade noch irgendwo, oder? Ich glaube, der andere trinkt gerade einen Tee oder so in so einer Teebar. Na, nicht witzig. Ich weiß. Aber naja. Wo ist denn der? Okay, die Leichen sollte ich echt mal verstecken. Und zwar in einem dunklen, abgelegenen Ort. Irgendwo auf den Straßen von Indonesien. Die drei kleinen Idioten. So, ist es hier hell genug? Ja, genau. Ich kontrolliere noch schnell, ob alle Körper auch ordnungsgemäß entsorgt wurden. Schade, dass man sie hier nicht reinschmeißen kann. Naja. Weil, ich habe übrigens den Ingames auch ein bisschen leise gedreht. Der war im letzten Part ja ein wenig zu laut. Laden. Wegen dem Fuzzi will ich jetzt keine Alarmstufe 2 kriegen. Nee. Alarmstufe 2. Nein! Fischer, wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer! Laden. Okay, nochmal dasselbe Spielchen. Leichen verstecken und dann den Typen ins Gesicht knallen. So, viel Spaß euch noch, ne? So. Aber vorhin habe ich doch direkt ins Gesicht geschossen, aber er hat überlebt. Oh Gott. Hier ist es viel zu hell. Das müssen wir ändern. Diese Lampe, die regt mich schon die ganze Zeit auf. So. Ist doch schon viel besser. Dann noch dieses Licht hier. Ich glaube, jetzt könnte ich ihn ins Gesicht knallen. Aber er patrouilliert so, da ist es schwierig. Und aus der Distanz ist es doppelt so schwierig, da den ins Gesicht zu knallen. Na, ich probiere es einfach mal. Ja, wie zu hell. Na, komm her. Arschloch. Scheiße. Da staunst du, was? Idiot. Ich wette, der kommt wieder her. Na, komm her. Komm zu Papi. Ach, hier ist auch noch so ein Licht. La 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 la. Ich schieß dir jetzt in dein Gesicht. Gut, du kommst mal schön mit, ja. Du hast mir eine Menge Ärger bereitet, du Arsch. Okay, nochmal Quick Safen. Und ich glaube, ich mache hier mal an der Stelle den normalen Safe. Nee, nicht 6-3, sondern 6-4. Oh, ich habe lange nicht mehr gespielt. Eine Woche ungefähr. Ja, ich musste ja auch noch rennen und das ganze Zeugs. Naja. Und wenn die Let's Play Pause läuft, kann ich schon sowas mal ab und zu mal aufnehmen. So, hier sehen wir vier Idioten, Leute. Ne? Falls ihr mal an vier Idioten denken wollt, dann denkt euch jetzt dieses Bild. Okay. Hier noch mal. Ich speichere jetzt irgendwie viel zu oft, kann das sein? Ich wette, ich versave's der nämlich irgendwann mal. Okay, ich habe gerade einen Check. Check. Ich meine, einen Leck. Einen, ja, Framerate-Einbruch gehabt, aber naja. Gut, hier ist ein Bus.
Wo fährt der hin? Charlie Kai, Shao Kai, Shao Kai war. Haben Indonesen eigentlich Schlitzaugen oder normale Augen? Weiß es gar nicht. Also die Australier haben normale Augen, weil das sind ja eigentlich Briten. So wie die Amis, die sind ja auch eigentlich Briten. Die sind ja, das sind ja eigentlich nur so Kolonisten früher gewesen, die später ihre Unabhängigkeit gegenüber Großbritannien erklärt haben. Und ich glaube, bei den Indonesiern ist es dasselbe. Das sind ja Araber. Und daher glaube ich, dass sie eher braune sind als gelbe, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh Mann, es leckt ein bisschen. Keine Ahnung, woran das liegt gerade. 1 FPS. Ach, wie schön. Okay, dann mache ich mal wieder ein kurzes Aufnahmestöppchen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Nee, Spaß. Okay, ich habe die Aufnahme mal kurz unterbrochen. Und jetzt läuft es mit 16 FPS. Hoffentlich dauert es jetzt nicht so lange, dieser Lag. Das wäre sehr, sehr scheiße. Naja, spielen wir einfach mal so weiter und schauen. Man, ständig diese Unterbrechungen schon wieder. Muss ich unterbrechen. Geht's hier weiter? Nee, auch nicht. Hier hoch vielleicht? Ja, ich glaube, wir müssen hier hoch. Oder? Ja, hier geht's auch noch weiter, genau. Sind hier irgendwelche Feinde? Erstmal die Umgebung untersuchen. So, hier drauf. Können wir hier rein? Hallo, Sam. Aua. Du sollst da reingehen. Ah ja, okay. Ach, wie schön. Ach, nee, ich dachte, das geht jetzt so von alleine runter. Naja. Aber wir müssen uns... Ah, tut's auch, okay. Das wäre ja was gewesen, wenn wir jetzt 5 Minuten da rumhängeln müssen. Naja. So, hier ist wieder Licht. So, ich mache nachts an, damit ihr das seht. So. Das erinnert mich irgendwie an das erste Level im ersten Spiel-Teil mit dem Aufzug, der kaputt war. Und hier ist es auch wieder so eng. Nein, Sam, ich weiß, du willst Selbstmord begehen. Ich weiß, du kannst Lambert nicht leiden und willst Selbstmord begehen, aber hey, Selbstmord ist keine Lösung. Leck! Warum leckt das Spiel? 9 FPS. 8 FPS. Okay, jetzt gerade 30. Gott, ich hasse, wenn es laggt. Ich hasse, wenn es laggt. Ich hasse es, wenn es laggt. Mir fehlen ständig irgendwelche Pronomen. Pronomen werden überbewertet. Hier. Ich höre. Pinyuk sagt, deine Jungs tragen die Ausrüstung nicht. Das ist wahr, Sir. Nachtsichtgeräte sind heikel bei dem Gewitter. Geblendete Scharfschützen sind nutzlos. Und wie überwachen wir dann den Parkplatz? Wir haben dort weitere Männer eingesetzt. Das sollte reichen. Okay, Quicksave, das klingt sehr spannend, was hier jetzt abgeht. Und was noch spannend ist, dass das Spiel gerade mit 1 FPS läuft. Yay! Mal wieder Kompliment an die Entwickler von Fraps. Ach, gerade 0 FPS. Kann auch sein, dass es nur an meinem PC liegt. Ich glaube, es liegt eher an meinem PC. Ich brauche eine bessere CPU. Oder whatever, keine Ahnung. Ich bin nicht so ein Techniker. Okay, mal schnell. So, jetzt habe ich es wieder aufgenommen. Sicherheitsstufe gesenkt. Yes! Sicherheitsstufe zurück auf normal. Ich hätte mir doch zweimal entdeckt werden können. Naja. Ah, Gewitter! Scheiße! Oh ne, an die Stelle kann ich mich ein bisschen erinnern. Ich glaube, wir müssen warten, bis es... wir müssen auf das Gewitter aufpassen, weil das Gewitter, ne, das, verursacht ja Blitze und die Blitze, die lassen uns kurze Zeit, sichtbar erscheinen. Also, kurz gesagt, wenn der Blitz kommt, sehen die Gegner uns. Ich nehme hier so die wissenschaftliche, ach, scheiß drauf. Ich kann es nicht so erklären. Da bewegt sich was. Nein, da bewegt sich nichts. Ich riskiere es jetzt mal. Lappen! Nicht Haftkamera! Stufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Westen.
Fest anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Bin ich auch. Das waren gerade nur die, das war gerade... Seht ihr das? Wenn der Blitz kommt, sehen die Gegner uns. Daher müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ich habe doch im letzten Part oder beziehungsweise in der letzten Aufnahmesession gesagt, dass es ein scheiß Wetter werden wird. Oder ist. Whatever. Angriffe mit Todesfeuer sind genehmigt. Das lese ich jetzt schon zum 100. Mal. So. Eine Haft... Achso, ja. Die Haftkammer, die haben wir ja vorhin verschwendet. In unserer Panik oder... Nee, nicht Panik. Was sehe ich denn da? Oh Mann, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Deswegen habe ich das Gefühl, ich kommentiere es ein bisschen schlechter als sonst. Naja... Ich will ja gut kommentieren. Oh Gott. Okay. Oh nein, nicht dieser Ort. Das ist doch dieses Level. Oh nein. 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 Thunderstorm. Thundergeschütz. Scheiße. Wir haben fast kein Leben mehr. Hoffentlich finden wir bald ein Medikit. Na, jetzt aber... Gott, ich hasse diese Dietrich-Scheiße. Ist hier ein Medikit? Ein kurzer Quicksave. Bei dem Blitz, genau. Genau bei dem Blitz gequicksaved. Was? Ringgeschoss? Will haben. Oh, sogar zwei. Cool. Die wird man bestimmt noch brauchen. Oder vielleicht auch nicht. Werden wir schon sehen. So, ist hier irgendwo ein Medikit? Ich brauche Leben. Ich bin kurz vorm Sterben. Ist das ein Medikit? Nee, ich rufe die Hotline an und bestell mir eins. So. Ich telefoniere mal kurz. Hallo, Hotline? Ja, was wollen Sie? Ich hätte gerne ein Medikit. Okay, bitte sagen Sie Ihren... Ort, an dem Sie... ihn haben möchten. Indonesien! Okay, eine Lieferung Medikit ist auf hier, Klingelstreich, okay. Ach Mensch, ich kann so nicht spielen, wenn es laggt. Boah, ich reg mich ja nicht oft auf. Wegen dem Spiel. Ich reg mich hier nur auf, wenn es laggt. Das sind so meine... Ja, das sind so die Punkte, wo ich mich angepisst fühle. Ja, da geht's rein. Nee, da kommen wir her. Scheiße. Mann! Ah, ich hasse es. Wenn's leckt, da werde ich zum Mirko. Ich schwör's euch. Ein FPS! Fraps, du blöde Mistsau. Ich hab dich nicht befohlen zu lecken, ey. Ich habe alle Anwendungen geschlossen. Du kannst gar nicht lecken, du Scheiß-Teil. Okay, ich mach nach Sicht aus. Vielleicht fängt sich's dann wieder. Ja, hat sich's auch. Okay. Es lag wohl echt an den... Und Blitz. Das lag wohl echt an der Framerate. Das lag wohl echt an dem Nachtsichtgerät, dass es leckt. Wahrscheinlich hat es dann eine höhere Anforderung, wenn ich da das Nachtsicht anhalte. Okay, jetzt, ich stelle mir jetzt aber die Frage, wo geht's hier weiter? Ich meine, da vorne ist ein Geschütz, wir kommen da nicht so einfach vorbei. Mit unserem Leben, da wird schwierig. Wenn nicht sogar unmöglich. Ja, 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 Blitz, Blitz, Blitz. Potz, Blitz, aber auch. Scheiße, wie kommen wir da vorbei? Müssen wir da warten, bis der Blitz irgendwie so umschlägt und dann sieht uns das Geschütz nicht oder was sollen wir da machen? Ich habe keine Ahnung. So, ich schau mal nochmal nach, ob es hier irgendwas gibt. Okay, hier lexen wir nicht, macht sich wieder an. Sorry, jetzt seht ihr zwar nichts, aber jetzt fängt sich gleich wieder. Und zwar genau jetzt. Immer noch nicht. Okay, aber jetzt. 2 FPS. 1 FPS. Okay, ich mach's nach sich wieder an. Mal schauen. Jetzt habe ich dann wahrscheinlich 0 FPS. Spiel! Leck nicht. Also wenn ich privat irgendwie was aufnehmen will, leckt überhaupt nie.
Aber wenn ich Let's Plays aufnehme, dann laggt es immer. Egal welcher Part. Ist das nicht so wunderbar? Ey, Fraps will mich verarschen, ich schwör's euch. Ein FPS. Okay, jetzt hat sich wieder gefangen, diese scheiß Fraps. Ah! Ich reg mich hier jetzt echt auf. Das wird das schlechteste Splinter Cell Part ever. Habe ich mir schon mal gesagt. Ich glaube, das ganze Let's Play ist ein schlechtes Splinter Cell Let's Play. Ja. Wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal weiter auf. Egal, ob es laggt. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt ständig irgendwie weiter zu pausieren. Sorry, Leute. Bedankt euch bei Fraps, dass es laggt. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr dafür, das immer zu unterbrechen. Das geht mir sowas von auf den Piss. Sollen wir vielleicht die Hotline anrufen und sagen, dass sie das Geschütz entfernen sollen? Hier geht's nicht weiter, oder? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Gott, das hasse ich plötzlich mit SL. Nie weiß man, wo es weitergeht. Oder häufig beim... Also wenn man es... Ja, wenn man das Level nicht kennt, dann... Weiß man gar nicht, wie es weitergeht. Das will ich damit sagen. Aber ich glaube, ich... Ja. Genau darauf muss man erstmal kommen. Okay, kletter darüber. Wie Spider-Man. Du bist Spider-Man. Sam. So. Und da ist ein Fuzzi. Oh Gott, wir müssen jetzt echt auf den Blitz aufpassen, wenn der Blitz uns jetzt enttarnt. Danke, Leck! Ich hasse dich! Ah, jemand hat auf mich geschossen! Nee, komm! Ich lade es jetzt! Es war der Leck und nicht ich. Ich war hier völlig unschuldig. Der Leck, der war der Böse, nicht ich. So, nochmal dasselbe Spielchen. Bedankt euch bei Fraps, dass ihr das jetzt nochmal sehen müsst. Ihr könnt davor spulen, falls es euch nervt. Ja, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen wütend bin. Keine Ahnung, ich habe keine Worte dafür, was Fraps da anstellt. Ich bin ein gelassener Typ, aber wenn es leckt, werde ich zum Agro-Typ. Na, also geht doch. Gut, jetzt nehme ich mir die Leiche und verstecke sie schnell, bevor noch irgendjemand anders kommt. Was zum? Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Ach, wenn er vom Teufel spricht. Ich hasse euch. Ihr seid doch alle krank, ihr Verrückten. Dieses Level ist echt scheiße schwer. Und macht sehr wenig Spaß. Wo ist dieser Aslak? Ja, 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 komm. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Habe ich den Wichser? Die Situation ist kurz davor, außer Kontrolle zu kommen. Es ist mir egal. Da kümmere dich drum. Scheiß Lämmer, der gibt nur Befehle und macht gar nichts. Und verdient genauso viel wie der Sam, der sein Leben ständig riskiert. Also ich würde mich da angepisst fühlen. Hier ist es doch gar nicht hell, oder? Ich wette, jetzt wird irgendeine Leiche entdeckt, die wir super versteckt haben. Und ja, wir erlangen zu ein Game Over. Ich wette, es kommt zu diesem Szenario. Wir haben wenig Leben, Alarmstufe 2. Was Besseres kann man sich echt nicht vorstellen. Ja gut, wenn wir noch wenig Moni hätten, dann wäre es Katastrophe, aber... Ich hoffe, es ändert sich noch zum Besseren für uns. Jetzt müssen wir halt die Leichen verstecken. Muss halt leider sein. Bei unserer Alarmstufe können wir uns es nicht leisten, dass noch eine Leiche gefunden wird. Aber die Aslaks, die regen mich voll auf. Die sehen alle gleich aus. Im Up Chaos Theory sehen die Aslaks ein bisschen besser aus. Aber hier sehen sie alle gleich aus. Ne, typischer Aslak.
Hier so grüne Kleidung, soll Militär andeuten und ja, keine Ärmel und Waffen in der Hand. Das sind typische Aslaks in Splinter Cell. So, also die Russen fand ich am geilsten von den Aslaks her. Von ja, die geilsten Aslaks waren die Russen in im ersten Splinter Cell Teil. Die waren echt cool. Wer ist denn da? Und so, ne? Das fand ich schon sehr amüsant, wie man die trollen konnte. Nee. Wo ist der? Die sind ja überall, ich schwör's euch. Oh Gott, wenn jetzt ein Blitz kommt, während der da patrouilliert, sind wir gearscht. Wo ist denn der? Ich sehe den Geschütz. Ist hier. Da ist der Lappen. Oh Gott, Blitz, schnell weg. Oh, das war knapp. Potz Blitz aber auch. Wo geht's denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. So, ich nutze mal den Winkel aus. Medikit, Medikit. Ich muss da rein. Ich muss da um jeden Fall rein. Da ist der Aslak. Okay, versteckt sich hinter dem Auto. So, wie kommen wir da rein? Müssen wir da rüber? Oder müssen wir durchs Fenster? Ich glaube, das Fenster, das macht sehr lauten Lärm. Also ich hätte es jetzt gehört. Nein! Keine Alarmstufe, bitte. Ich will keine Alarmstufe. Keine Alarmstufe. Wo ist der? Der Terrorist. Da ist der Terrorist. Oh. Der macht aber ganz schön den Terror. Vielleicht heißt er deswegen Terrorist. Oh Mann. Okay, laden. Warum kann ich jetzt nicht laden? Okay, machen wir es eben so. Oh Gott. Okay, ich knipse ein paar Lichter aus, damit wir ein bisschen Sicherheit haben. So, jetzt kommt er wahrscheinlich und schaut nach, was hier abgeht. Warum es hier so laut ist. Hä? Warum läuft... Oh Gott, da ist er! Bam, in your face! Steig da rein, Sam! Warum gehst du da nicht rein? Geh da rein! Sam, warum gehst du da jetzt nicht rein? Ey, ist es zu blöd, da reinzugehen? Ich bin zu behindert! Ey, nimm bei den Paralympics teil, wenn du nicht da reinspringen kannst. Ich schwör's dir, Sam. Leck. Ach, Mensch. Nein, ich spiele jetzt weiter. Egal, wie es abgeht. Auch wenn ihr das scheiße findet, ist mir völlig egal. So, ich habe es mal wieder pausiert und es hat sich nichts geändert. Toll. Okay, Nachtsicht aus. Warten. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Aber warum steckt der nicht rein? Ich hätte es gedacht, dass er da reinstecken tut. Hier durchs Gitter geht nicht. Wie soll es denn dann weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Wie habe ich das beim... Ne, warte, vorhin haben wir... Moment, vorhin haben wir... war ja hier so ein Durchgang in so eine Kanalisation, habe ich da vorhin gesehen. Vielleicht geht es ja da weiter. Aber wo war das denn nochmal? Und Blitz, genau jetzt. Ah ja, hier. Hier ist es genau. Habe ich das doch richtig gesehen? Gut, dann rein mit dir in die Kanalisation, Sam, da wo du hingehörst. So, Kanalisation gab es auch schon im ersten Splinter Cell Teil in China. Kann ja sein, dass sie das einfach übernommen haben vom Level her. Uah, ich steckte da in der Kloake entlang. Was für ein Scheiß.
Sag bloß, da unten sind welche. Die sind ja überall. Wahrscheinlich bin ich jetzt in ihrem Schlafplatz angelangt. Wenn ich da betten sehe, lache ich mich schlapp. Mensch, wo sind die? Bitte. Oh Gott, da kommt jemand. Da kommen zwei. Mist. Warum laufen die immer zu zweit los? Sind die schwul oder was? Um Kopfschüche. Was machst du, Fisch? Kopfschutz. Ich wollte ihm den Kopfschuss verpassen, aber er trug einen Kopfschutz. Oh Mann. Los, kommt's her. Ich glaube, die muss ich so ausschalten. Headshots gehen nicht mehr, weil die Kopfschutze tragen. Ich warte jetzt einfach mal, bis sie sich wieder beruhigt haben. Oh, stinkt hier. Ist ja ekelhaft. Bah, ist ekelhaft hier. Ist ja voll das Opa-Paradies hier. Dieses Licht geht mir sehr auf den Strich, wollte ich sagen. Auf den Piss. So, hoffentlich haben die uns jetzt nicht bemerkt. Na, da ist auch nichts. Das war nur eure Fantasie. Du hast so viel Fantasy-Spiele gespielt, deswegen hast du so eine große Fantasie. So, ich quick save hier einfach mal. Ich hab jetzt nicht die Eier zu safe staten, weil, ja. Aber ich kann speichern. Safe staten. Ich habe zu viel Mirko geschaut, deswegen sage ich hier safe states. So, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich gerade so aufrege, weil ich jetzt den irgendwie kopieren möchte oder so, keine Ahnung. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Ich tippse jedes Licht nach und nach aus, bis alles hier dunkel ist und ich dann mir die einzeln schnappen kann. So ist es gerade mein Plan. Das Problem ist, die laufen immer zu zweit. Und ja, kennt man ja auch von der Polizei, die kommen immer zu zweit aus dem Grund, weil sie sich um den anderen immer, ja, damit es halt sicher ist. Und so ist es hier auch. Alter! Wie, der hat doch keinen Mocky-Tocky gehabt oder rausgeholt, whatever. Das kann nicht sein. Okay, nochmal dasselbe Spielchen. Lampe ausknipsen, diesmal mit dem hier. Und da kommt er auch schon. Headshot geht nicht. Ich kann ihn ins Fuß schießen. Ich kann ihn ins Fuß schießen. Oder auf die Beine, whatever. Wo ist denn hier das Licht? Da ist das Licht, aber ich kann es nicht ausknipsen. Oh Gott. Dort ist der Gespenst ist. Und Handy klingelt oder Telefon, whatever, draußen. Falls ihr gerade so ein Piepsen hört. Oh je, ich save es jetzt einfach mal. Ich riskiere es jetzt einfach mal und save jetzt einfach mal. Aus dem Grund, weil ich hier einfach mal durchspiele. Und Alarmstufe 3. Jawohl. Ach Gottchen. Was denn jetzt schon wieder? Verflucht, Fischer. Die Mission ist vorbei. Warum? Ich will den Grund wissen. Warum habe ich hier verloren? Warum? Eine Leiche kann nicht gefunden werden. Ich habe extra dafür gesorgt. Das kann nicht sein. Ach, was für eine Scheiße. Ja, Scheiße trifft sich gut. Mich doch. Sorry, dass ich gerade gesagt habe, ich war sehr überrascht, was passieren wird. Okay, probieren wir es mal mit der Fackel. Ich
Also, geht doch. War zwar ein bisschen nervig, aber es ging. Und Moni hatte der. Aber warum haben sie da vorhin verloren, wo wir hier waren? Also ich habe echt das Gefühl, dass jetzt eine Leiche gefunden wurde. Obwohl es kann nicht sein kann, weil wir alle gut versteckt haben. Alter! Was machst du, Fischer? Ist hier eine Kamera? Okay, da ist eine Kamera. Scheiße. Nein, ich habe vergessen zu save staten. Oh, save staten. Zu speichern. Oh Mann. Komm her. Ich werde dich ausschalten. So wie vorhin. Ich wollte mir gerade krallen, aber naja, so geht's auch. So, Ide ist jetzt voller Scheiße. Ah, ekelhaft. So. Gut, ich glaube, die Kamera, die schalte ich mal mit dem, mit der Knarre aus. Was machst du? So sollte ich es nicht machen. Ich probiere es mal so. Da ist noch einer. Ah, ja, stimmt, vorhin waren ja hier zwei, habe ich gesehen, stimmt. Alter! Was machst du, Fischer? Okay, hier schleiche ich mich am besten nicht vorbei. Hier ist keine Kamera. Aber warum ist in einer Kanalisation eine Kamera? Wollen die da die Ratten beobachten oder was? Oder wie die Scheiße da sich sammelt oder... keine Ahnung. Hier ist gar nichts, toll. Ich frage mich, wie man an dieses Medikit da kam. Vielleicht führt uns der Weg irgendwo noch hin. Zu diesem Medikit. Oh Gott, dann wird das Level ja noch länger. Ich hoffe, wir kriegen die Alarmstufen bald weg. Okay, wir müssen anscheinend da vorbei, wo die Kamera ist. Hier geht es nicht weiter. Scheiße. Wir müssen da jetzt irgendwie... den Winkel der Kamera austricksen. Scheiße. Scheiße. Scheiße!